Hallo, ich bin Max und euer Social Media Reporter. Wir sind heute in Düsseldorf im Hangar von Air Berlin und werden die Mission Clearout begleiten. Ich suche jetzt den Christian Bodemann und der wird uns erklären, was hier heute passiert. Hallo Christian. Hallo Max. So, wir stehen jetzt hier vor der Papa Charlie und erzähl uns doch etwas mal zum Clearout. Ja, Clearout ist ein großes Projekt, an dem wir einfach gucken möchten, wie viel Gewicht wir im Flugzeug durch die Gegend transportieren, was nicht unbedingt benötigt wird oder überflüssig sein könnte. Und Gewichtreduzierung heißt Kerosineinsparung. Einsparung Kerosin heißt auch dann CO2-Einsparung. Heißt, wir wollen ein bisschen was für die Umwelt tun, was ganz groß bei der Air Berlin geschrieben wird. Wir haben 38 Freiwillige gefunden. Die waren alle sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt und haben sofort sich bereit erklärt, freiwillig daran mitzutun und mitzumachen. Ja, dann schauen wir uns mal an, was da jetzt noch passiert. Hier ist jetzt schon einiges los. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was geschieht jetzt hier? Ja, wir fangen jetzt an, alles, was nicht fest ist, was nicht verschraubt ist oder verblondet ist, runterzutragen. Wir haben alle Items, die wir rausräumen werden, gelabelt. Wir sind jetzt im Cockpit angekommen und ich möchte natürlich ganz gerne auch ein bisschen anfassen und werde jetzt mal gucken, was ich hier runtertragen kann. Jungs, haben wir irgendetwas, was ich mit runternehmen kann? Wir haben hier ein Quick Reference Handbuch, das könntest du mitnehmen. Das sieht ja ordentlich aus. Herzlichen Dank und dann schauen wir mal, wo das jetzt hingeht. Entschuldige, ja. Ich habe jetzt dieses Manual, das kommt aus dem Cockpit. Wo soll das denn jetzt hin? Ah, perfekt. Cockpit haben wir direkt hier oben. Du kannst es einfach hier mit dazulegen. Alles klar. Und wenn ich das jetzt da hinlege, was passiert dann damit? Als nächstes wird es genommen, wird zu unserer Fotostation gebracht, wird auch nochmal gewogen. Und dann kommt im Prinzip die letzten Informationen drauf und dann geht es direkt an den Bewertungstisch. Da wird jetzt ein Foto gemacht. Jetzt wird's gewogen. Was haben wir denn da? 914 Gramm sind es. Ja, das ist unser Quick-Reference-Handbuch. Das kann ich jetzt schon sagen. Das werden wir nach wie vor an Bord behalten müssen. In Zukunft vielleicht in elektronischer Form. Da tut sich was, aber im Moment geht's wieder zurück ins Cockpit. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Etikett hier? Das wird im Prinzip ausgefüllt. Das heißt, es bleibt an Bord und damit ist es abgeschlossene Bewertung. So, unser Handbuch hat seinen Bestimmungsort gefunden. Es ist Kategorie 4, das heißt, es ist im Flugzeug und bleibt auch drin. Der Clearout der Papa Charlie kommt zu seinem Ende. Ich bin ziemlich froh, dass ich die ganzen Sachen hier nicht mehr mit ins Flugzeug nehmen muss. Aber das Team wird das alles noch super zu Ende bringen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und sage bis zum nächsten Mal.